Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Rust. Mit dabei sind der Avo moin, und moin. Der Badge steht da an seinem Fenster. Hm? Du stehst moin. An deinem Fenster. Beobachtest du mich? Wie kannst du das tun? Oh Gott, das sieht voll niedlich aus. Ich sehe jetzt nur noch deinen Kopf. Hm. Also theoretisch müssten wir einmal den Platz tauschen, damit du siehst, wie das aussieht. Also Leute, ganz im Ernst, wenn ihr euch ein eigenes Haus kauft, macht es ganz weit weg von anderen Leuten. Das ist ganz schlimm. Du wirst ja nur noch beobachtet. Ich habe gerade Bären getötet. Bären? Ja, so ganz allein. Ich versuche hier gerade ein Schwein zu töten, aber es wird nicht mal der Bogen gezogen gerade. Mhm. Ich brauche erstmal Materialien für Bogen, weil ich ja vor kurzem aus irgendeinem unerklärlichen Grund gestorben bin. Bist du? Ja, es ist ganz nett. Stoff habe ich dir reingelegt in die Kiste. Achso, okay. Ach, du meinst, weil du schon wieder über ein komisches Ding gelaufen bist. Aber weißt du, woran das liegt, dass du dabei immer stirbst? Ne? Na, guck mal. Weil ich reinlaufe. Nein, du musst mal Folgendes bedenken. Also die Mine liegt ja da, wo du sie wirklich sehr gut sehen kannst. Nein, das aber stimmt. Aber du guckst nicht hin. Also, nein, das stimmt nicht. Das kann ich widersprechen. Also, aus einem einfachen Grund. Ja? Ich habe sie gesehen, wie sie da in dem Eingang lag. Und ich bin nicht reingelaufen. Du siehst es aber nicht, wenn du aus der Haustür kommst. Okay, ich bin reingegangen. Ich wollte rein. Moment. Die hat ja in deinem Haus gelegen. Weiß. So, und ein, die andere. Ein Feld vor dem Haus. Also und, im Haus hat es gelegen. Genau, und die andere, aber die hatte ja direkt vor deinem Haus aber gelegen. Wenn du in ein Let's Play gehst. Ja. Ne, und damit denkst du, wegen, dass es echt gute Kameraden sind, dann rechnest du damit nicht. Ja, deswegen machen wir das ja auch nicht. Genau. diese Einstellung behalte jetzt mal. Ja. Und dann schauen wir mal weiter. Inwiefern weiterschauen? Was tun schon wieder so komisches? Nee, dass du einfach diese Einstellung mal für dich behältst und dass wir da mal gucken, dass wir da einen gemeinsamen Nenner finden, sag ich mal. Das fällt mir jetzt gerade nicht schwer, diese Einstellung zu behalten. Meine Minen sind aus. Nein, das ist okay. Übrigens, Bad. Ja? Ich möchte dir ja nicht zu nahe treten, ne? Aber dein Dach fällt aus, ist auseinandergefallen. Wundert dich das? Ja. Mir wäre das nicht passiert. Und ihr ist es noch nicht passiert. Das ist nur ein bisschen angefressen. Guck mal, da waren die Mäuse dran, links und rechts. Das mit der Haltbarkeit jetzt, das ist echt der Burner. Das geht gar nicht. Aha. Bert, wenn du möchtest, kannst du gerne bei mir einziehen. Du, da wäre ich jetzt sehr vorsichtig. Ich habe nämlich eben gehört, wie bei mir hier was auseinandergefallen ist. Und wer kam mit einem Bauplan um die Ecke? Na, jetzt rate mal. Moment, ich hatte keinen Bauplan. Ey, ich habe nichts gemacht. Ich habe wirklich gar nichts gemacht. Nein, nein, deswegen fehlt da oben jetzt auch eine Wand. Und du bist mit einem Bauplan um die Ecke gekommen. Das stimmt nicht, Abo. Dann bist du ich ja. Ich hatte keinen Bauplan und ich habe auch nichts gemacht. Ich hatte nur geguckt wegen Metall. Mehr habe ich nicht gemacht. Du hast einen Bauplan in der Hand gehabt. Da hast du wieder in der Hand. Hast du wieder in der Hand? Habe ich einen Bauplan in der Hand? Kann auch eine Karte sein, aber ich glaube, das ist ein Bauplan. Okay. Aha, jetzt hast du eine Spitzhacke in der Hand. Jetzt hast du wieder einen Bauplan in der Hand. Dann ist es die Karte. Und, weißt du, und plötzlich ist bei mir nämlich oben eine Wand weggepfeffert. Nein, da habe ich nichts gemacht. Da einfach so kaputt. Nein. Da habe ich wirklich nichts gemacht. Aber wenn du das gesehen hast, wenn ich jetzt, pass auf, kann ich auch einmal, ich wollte gerade sagen, das könnt ihr ja bei mir sehen, aber das ist ja nun mal nicht so. Aber wenn ich das in der Hand habe, dann ist es die Karte, die ich in der Hand habe. Ja. So. Ah. Ja. Ja, kann da hin. Ich bräuchte. Was denn? Obwohl, warte mal, das habe ich hier stehen. Ich bräuchte eigentlich noch Metall. Das heißt, ich müsste eigentlich einen Arsch voll Steine noch machen. Ja, das wäre die eine Möglichkeit. Die andere ist, du gehst an die Schmelze.
Das wäre auch eine Möglichkeit. Hast du da so viel übrig? Guck rein. Ich hab doch... Na nö. Verstehe ich ja nicht. Das Einzige, was sein kann, dass du ein bisschen Holz nachlegen musst, damit es wieder weiterfeuert, aber... Ich muss Metall sollte genug da sein. Also wenn das alles durchgeschmolzen ist. Was denn? Ja. Ach, du meinst Nicole, ihr Metall? Oder was? Ja, sie hat es ja aufgeteilt, aber wenn das alles durch ist. Ach so, muss man das aufteilen? Ach, guck mal. Nö, dann es geht schneller. Dann geht's schneller. Ah. Da liegt er und jetzt. Ich habe mich eben gewundert, warum das aufgeteilt ist, hat es wieder zusammengelegt. Achso, deswegen musste ich das wieder auseinandernehmen. Nee, ja. Dein Ernst? Ja. Du hast sie nicht gefragt, wieso? Sie war ja nicht da. Eine super Begründung. Ja, ich scheide jetzt nicht hinten einmal so quer bis da hinten rüber. Da würde ich mir ja komisch vorkommen. Ja, natürlich. Das ist auch völlig verständlich, Abo. Ja. Und deswegen mache ich das auch nicht. Nee, klar. So, klar. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Komisch, irgendwer hat mir aus meinen Kisten meine Schädel rausgenommen. Das war ich definitiv nicht. Nee, ich war auch nicht an deinen Kisten. Hätte Schuld. Ja, nein. Selbst mehr als genug Material. Wenn du möchtest, kann ich dir noch ein bisschen Menschenfleisch rumbringen. Ich will kein Menschenfleisch. Ich habe Bärensteak im... Das ist nicht mein... Kühlschrank. Das Futter, was ich möchte. Nein, ist es nicht. Das Bärensteak bei mir im Kühlschrank müsste allerdings noch durchgebraten werden. Fertig müsste noch Schwein und Hühnchen sein. Oh, ich habe auch noch ein bisschen fertig. Später darfst du dich auch gerne bedienen. Du musst nicht dein eigenes Menschenfleisch essen. Schon merkwürdig. Aber das ist... Aber. Okay, dann lass es dir schmecken. Pass auf, ich bring's dir mal vorbei. Pass auf, du probierst mal. So. Nein. Ich komme mal zu dir. Ja, und die auch machen. Weißt ich du, bin unterwegs. So ich bin auf der Suche nach Blech. Da kann ich doch jetzt. Geht das rum? Aber ich komme gleich mal bei dir rum. Mit ein bisschen Reh. Ein bisschen Reh. Ein bisschen Wolf. Was hatten wir gesagt? Und Schwein. 86 hat man gesagt, war das Metall, ne? Ja. Hat's immer noch. Okay. One shot ins Bein und das Reh ist tot. Der Hirsch. Ja, warte nun. Und er grinst. Das ist schön. Na? Was denn? Du stehst da schon wieder so komisch. Lass mich doch stehen. Jetzt probiere ich mal nochmal was. So, ich kümmere mich zu dir. So. Hat auch 86. Okay, das heißt, es bleibt. Na, ich habe jetzt den neuen hier gemacht, der hat 86 und der hier hat auch 86, der alte. Okay, das heißt, Metall ist wirklich die Gelegenheit, das Ganze standhaft zu halten. Zumindest länger, also wer weiß, wie das dann jetzt in 3, 4, 5 Stunden aussehen würde. Ja. Aber das wäre jetzt momentan so das Ding. Und hier hat immer noch 70, der Rahmen. Okay, dann werde ich mal mein Haus von außen auf Metall aufrüsten. Jo. Wobei, ich kann das doch vielleicht auch von innen machen, denn sieht's... Ach nee, es ist ja schöner, wenn es von innen gut aussieht aber Nicole, und von außen nicht. Ja. Guck mal, Bert hat doch eben gesagt, ne? Das ist ja Bert. Der hier die ganze Zeit hinter mir herläuft. Bert, wo bist du? Ich bring dir frisches Fleisch. Ich komm. Der will die ganze Zeit hier komische Sachen machen. Und ich hätte es beinahe nicht gemerkt. Hä? Aber eben nur beinahe. Ich kann ja gar nichts machen, weil ich nichts habe. Ich leg dir das ganze Fleisch, leg ich dir mal hier in die Kiste, in die rechte. Alles klar. Mach halt mal so. So. Was schon. Das Dumme ist, ich kann ja eigentlich auch nichts machen. Wolf, Wein und Hirsch. Außer das. Hab ich dir vorbeigebracht. Du bist die Beste. Hab ich gerne gemacht. Ich will jetzt mal was versuchen. Glaube ich gar nicht. Geht das wohl? Müsste ja dann gehen und...
Aber der Stein, der sieht auch schon so ein bisschen herausgefordert aus, ne? Also die Optik ändert sich. Nicht langsam so eine leicht krumpelige Optik. Das heißt... Welcher Stein? Okay. Ja, vom Haus. Die Wände. Ja, deswegen sage ich, also erstmal abwarten, ne? Auch beim Metall, es dauert halt dann entsprechend was länger. Mhm. Deswegen muss man da erstmal gucken. Ich habe hier meine tolle Laterne zum Ende. Das finde ich sehr schön. Okay. Oh, das ist ein bisschen viel. Aber macht nichts. Dann kann die jetzt durchbrennen. Die ist so toll. Was so hast gemütlich. Du für komische Sachen schon wieder vor Bett? Nichts. Bett ist komisch. Beobachte dich nur. Ja, das ist schon ein bisschen creepy. Boah, bei den Holzräumen, da geht das aber verdammt schnell. Alter Schwede. Ja, was mach ich denn? Den da. Oh, fangen wir mal damit an. Und den, damit. Okay. Das ist ein Witz. Ich habe jetzt gerade dieses Bodengitter oben reingesetzt und habe eine Haltbarkeit von 24% neu reingesetzt. Ist doch wohl witzig, oder? Meinst du, er hat dich nicht gesehen? Ich fand das so gut. Ich lach nicht. Au! Wieso haust du mich? Hab ich doch gar nicht, wollte nur sagen, ich hab dich gesehen. Weil mir du eben vorbeigeschlichen bist. Das ist schon wieder das beste Beispiel. Ich mache nichts. Doch. Ich mache wirklich du gar nichts. Du hältst dich unbefugt in meinem Haus auf. Ich hab dir gezeigt, klar, dass ich dich gesehen habe. Weißt du, ich dachte echt, wir können das freundschaftlich irgendwie... Ja, können wir doch. Ich hab doch nur einmal geschossen. Ich hab doch gar nicht öfter geschossen. Ich war doch nur einmal da. Ist ja auch völlig okay. Mhm. Ich mach das jetzt auch alles freundschaftlich. Aha. Nicht dein Ernst, oder was? Oh Gott. Ich hab gar keine Miene mehr gehabt. Ich bin dir gerade hinterher... Wer war das? Nein, ich hab gar keine Miene mehr gehabt. Ich wäre da sonst reingelaufen. Hattest du vielleicht doch schon welche aufgelegt? Nee. Ja, musst du aber, weil ich hab echt keine mehr gehabt. Ich hab gar nichts gelegt. Ich hab noch nicht mal was gehabt. Yeah. Oh, das ist einfach so herrlich, weil ich habe mir gerade gedacht... Was ist denn daran herrlich? Jetzt noch... Nein, Alter, hör mir zu! Dein Mann ist gerade gestorben! Hey, hör mir zu! Soll ich dir sagen, was daran herrlich ist? Ich habe mir gerade gedacht, ich guck mich mal ein bisschen bei Avo um. Da ist ja noch nichts. Du läufst denn voraus und ich dir hinterher. Und wärst du nicht vorausgelaufen gerade, dann wäre ich da reingelaufen. Aber Nicole, weißt du, was das Schöne ist? Es ist ja nachweisbar, dass wir beide das nicht waren. Ja, wir haben Videoaufnahmen. Das heißt, dein Männer ist gerade in seine eigene Mine reingelaufen. Nee, eigentlich nicht. Ne? Die hat er wohl dann doch nicht ins Wasser geschmissen. Ja, es kann nur so sein, weil wir können nachweisen, dass wir keine Mine gelegt haben können. Ja, vor allem Avo würde er keine in sein eigenes Haus legen. Was war denn? Also ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Und ich sehe auch gerade, was da bei mir auf dem Server steht. Von Nicole. Daher weiß ich ganz genau Bescheid. Okay, und was steht da? Sage ich nicht. Oh, dann kannst du nur einer sein. Aber da sehen wir dann mal, Nicole. Nicole, wo bist denn du? Ich bin gerade bei mir am Haus. Achso, ich dachte, du kommst mal kurz rüber, weil ich was meine, aber ist egal. Oh, nicht so schlimm. Ich wollte Mais ernten, aber... Alles gut. Ja, ich komme gleich nochmal rüber. Alles gut. Das nehmen wir noch mit. Und jetzt muss ich mal gucken. Warum hat das neue Metallgitter eine Haltbarkeit von 24? Das ist ja... Da gibt doch alles gar keinen Sinn. Was will ich denn da? Hier ergibt so einiges keinen Sinn mehr. So, ich komm. Ja. Das geht da eine 23 und das geht da eine 24. Ist ja bescheuert.
Guck mal, so kann man sich dann auch einfach mal abdichten. Achso, ja. Wenn nicht anders geht, ne? So, Bert hatte doch gesagt, ne? Ich hätte nichts. Bei mir wäre nichts in der Kiste, deswegen weiß ich ja, dass auch er da oben war. Wäre ja nichts drin. Ja. Guck mal. Eigentlich so offensichtlich. Ja, ne? Und vor allen Dingen, ich hatte das ja noch gesagt, Gerhard, weißt du noch? Ja, stimmt. Und das hatte man ja eigentlich auch schon gesehen, bevor du hier den Außenrahmen gezogen hast. Stimmt. Und guck mal hier. Guck mal, was hier ist. Weil er doch die ganze Zeit oben gewartet hat. Ja, okay. Dann ist natürlich kein Wunder. Der clever. Ja. Ach, wo ist ein schlaues Dummerchen, ne? Oh, ein Reh, ne? Vor meinem Haus. Jetzt ist Reh weg. Mhm. Deswegen habe ich ja gesagt, ah, wo ist ein schlaues Dummerchen? Ja, definitiv. Oh, ich kann nicht zielen. Das ist ganz toll. Übrigens, ihr könnt euch, hier ist noch Wasser drin, ne? In der Zisterne. Ich bin, satt. Ich finde es interessant, dass, Rehe in der Nähe zu Hirschen werden. Hm. Wie? Naja, aus der Ferne sind es Rehe. Also ohne Geweih. Und erst wenn man näher kommt, sind es Hirsche. Nee. Okay. Ich nehme noch ein klein wenig Metall raus, ne? Ja. Du hast ja so viel. Ach nee, du teilst das ja immer auf. Das sieht immer nur so viel aus. Meine ist ja auch schon wie verrückt am... Hirsch, bleib stehen! Kann man so Metallgitter eigentlich... Kriegt man das kaputt? Eigentlich ja schon, ne? Eigentlich ja schon, ja. Womit also hast du... früher oder später bestimmt. Womit hast du denn da drauf geschlagen, Bert? Ja. Was? Und womit hattest du denn hier drauf geschlagen? Ich habe nirgends draufgeschlagen, ich bin durchgegangen. Nee, nein, vorhin du hast bei Metallgitter. Ja, du hast doch ganz am Anfang versucht. Mit Metallpike hatte ich draufgehauen. Und die ist so schnell kaputt gegangen? Okay, ich hatte nur ein oder zweimal, mehr war das nicht gewesen. Ja, aber dann war die auch schon relativ kaputt, ne? Ich weiß ich nicht. Ja, aber überleg mal, das Ding, da steht 70% stable, 250 von 250, das hat nichts verloren an Haltbarkeit, null. Hm. Vielleicht dann höchstens mit gesagt, C4. Von Xyra, der Bruder, hat er ja gesagt gehabt, von wegen, dass da alles ein bisschen Fuß ist. Es hatte für mich, wo ich das gestellt habe und gesehen habe, das sind 250. Das hat für mich keinen Sinn ergeben, weil das ja eine Gefängnistür ist. Mhm. Das sollte ja eigentlich ein bisschen halten. Da sollte ja jetzt nicht gleich der Nächstbeste reinkommen können mit einer Steinaxt und sollte seine Gefangenen, seine Freunde befreien können. Das wäre ungünstig. Naja, aber bei 250 in der Haltbarkeit? Ja, klar. Ich weiß, was du meinst. Brauchst du nicht so viel Zeit. Dann darf man nur, wenn man sowas macht, wie ich jetzt hier gerade gemacht habe, weil ja das Haus zusammenfällt, das sieht wirklich aus, als fällt das bald richtig zusammen. Dann kommt man gerne nach Haus. Muss man sich quasi komplett eingittern und gut ist, ne? Dann sieht man zwar von draußen alles, es sei denn, man heißt Bad, dann sieht man noch nicht mal, wenn man direkt draufsteht, was wo ist. Voll schön, das Bild gerade. Mhm. Ja, das sind so Sachen. Mein Haus, das sieht gerade von vorne total gemütlich aus, wenn man da so vorstellt. Und dann in einem Winkel, wo man denn die, wo man denn noch die Laterne auf dem Tisch sieht, weil die halt so die schöne Leuchten hat. Ja. Und Nicole, ich mache hier jetzt nochmal überall Licht an. Nicole, gib mal zu, du hast doch die Mine gelegt, ne? Nein, hab ich nicht. Ich habe überhaupt keine Mine. Ich habe mich bei euch da wirklich komplett rausgehalten. Naja, aber irgendeiner muss ja die Mine da oben hochgelegt haben. Ich war es wirklich nicht. Ich habe noch nicht mal eine aber Mine gehabt. Aber wieso redest du dich da jetzt raus? Weil ich keine in meinem... Es ist doch so klar eigentlich. Nee, weil ich tatsächlich die letzte Mine, die ich hatte, die habe ich dir direkt in dein Haus reingelegt, vorne in den Eingang. Da wäre ja Xyra bald drüber gestolpert. Das war ja die letzte, die ich hatte. Mhm. Oh, ich häng fest. Und das war, nachdem du mich, ich glaube, direkt vor Xyras Haus getötet hast.
wo du die ganze Zeit oben bei meinem Bettwall standst und gesagt hast, ja, wo kommst du und wann kommst du denn raus? Da war ich ja schon dreimal draußen. So rein zeittechnisch mal gefragt, wo sind wir jetzt? 1956. Ja, wir sind eigentlich am Ende. Ja. Avo, übernimmst du das Schlusswort? Ich? Ich? Naja, einer muss. Liegt es wieder an der Frau? Ja. Okay, dann übernimmt die Frau. Ich stelle mich mal hier oben hin. Mit Blick auf euch habe ich gerade zufällig eine Laterne, eine Fackel, nein. Ja. Mit Blick auf die beiden anderen, wahrscheinlich, eventuell, vielleicht. Also nicht 100%. ich möchte das nur betonen. Also es steht nicht zu 100%, aber eventuell, vielleicht, ist das hier jetzt die letzte Folge von Rust gewesen. Vorerst, wir werden, aber auch nur. Vorerst, ja, ja, klar. Wir werden dann demnächst mit dem Gewinner der Abstimmung von unseren Kanälen, das wird zusammen denn ausgezählt, also wir ja haben schon festgestellt, es tendiert doch bei uns beiden sehr auf 1. Irgendwas fliegt da hinten. Es irgendwas tendiert doch sehr auf 1, irgendwas fliegt da hinten. Ja. Ach so, ah. Das Bad, ist Bad. Ist Bad cheated jetzt, ja. Mhm. Genau, also das wird dann ausgezählt und dementsprechend werden wir dann auch demnächst anfangen mit dem neuen Projekt, mit dem Sieger der Abstimmung. Wie gesagt, das ist jetzt noch nicht ganz hundertprozentig, dass das hier die letzte Folge ist, aber nach dem derzeitigen Stand sieht es so aus. So, lasst euch überraschen, was jetzt letztendlich passiert. Möchtet ihr noch was dazu sagen? Ja, ich kann nur sagen, also bis jetzt, wie gesagt, die Abstimmung, die geht ja noch eine ganze Weile. Ich hoffe, da machen auch noch einige mit. Hoffe ich auch. Und dann freue ich mich schon drauf. Ja, ich auch. Also, ja, das Ruder kann ja auch noch rumgerissen. Es kann nicht aber schlimmer werden, seien wir ehrlich. Inwiefern? Natürlich kann das schon Bad. Naja, gut, was. Wenn ich sehe, wo du schon eben schon wieder hergeflogen bist, dann befürchte ich, ich habe oben eine Mine liegen. Wieso muss ich ihn immer wehtun? Es ist, er fordert es doch gerade heraus. Nee, aber was ich sagen wollte, ist, es kann nicht schlimmer werden, auf deren Sicht, von wegen, da, wie gesagt, Rust finde ich ja super geil. Und ich finde es toll, dass sie so viele Updates machen, nur halt als Let's Play ist es echt schwierig. Weil du fast jedes Mal die Map neu machen musst, etc. pp. Oder wenn du es dann mal nicht machen musst, dann hat man eine Scheißhaltbarkeit. Ja, genau. Wie gesagt, also, es ist recht schwierig. Kannst du uns erklären, warum du schwebst? Der hat bestimmt, so wie der eben geflogen ist, hat schon wieder irgendwas Komisches gemacht. Nein, ich habe gar nichts gemacht. Und dann, weißt du, dann läuft er wieder über seine eigene Mine und dann sagt er wieder, hier, du warst es. Genau. Nein, das ist nämlich, so sieht's aus. Das ist nämlich die Sache. Ich habe ja die ganze Zeit gar nicht so viele Minen gelegt. Ich nie so viel, wie über die Nein. Mine gestolpert ist. Das du, war ja selber, ne? Du, guck mal, ich habe gar nichts gemacht. Mhm. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich weiß. Deswegen sage ich das ja. Jetzt sehen hier erstmal alle, was der Bär zu machen. Ekelhafte Cheater. Mhm. So. Ich verabschiede mich mit diesem ekelhaften Ende jetzt aus dieser Folge, eventuell, vielleicht, wahrscheinlich, gegebenenfalls aus dieser Staffel Rust, und wir sehen uns aber auf jeden Fall wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Tschüss. Ich will noch eine kleine Sache machen und dann gehe ich auch raus. Warte mal. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Aha. Weil er denkt ja, ich bin dudelig. Oh, ich treffe sie noch nicht. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ich treffe das Vieh nicht. Versuchst du mich gerade zu beschießen? Ach. Nein, auf die Mine. Geht doch. Die zum Beispiel. So. Was? Und jetzt kann ich nur sagen. Tschüss. Ich hab Besuch bekommen. Genau. Gemütlich hier, wa? Ja. Wir sitzen das erstmal aus, wenn alle oben zusammen Spaß macht. Und dann geht das. Wolltest du auch einen Schluck trinken? Ach du, ich hab gerade gehabt. Also ich bin ziemlich sitt. Also, sitt bist du. Wir machen es uns gemütlich.
Bis dahin und tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.